Bierpower! 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 Bierpower mit, Das Ende des Bierpowers! Wie ihr es im Titel lesen könnt, werde ich ab sofort das legendäre Bierpower, so wie ihr es kennt, beenden. Und nein, keine Angst, ich werde jetzt nicht mit YouTube aufhören, sondern ich möchte ein neues Kapitel starten. Normalerweise kommt auf diesen Kanal nur Outdoor-Content. Da Bierpower aber seit Jahren ein fester Bestandteil meines Kanals war, dachte ich, dieses Video hier als solches zu machen mit etwas Real Talk. Ich möchte ab sofort Bierpower-Grüße nur noch ohne Bier durchführen und die Bezeichnung von Bierpower auf Begrüßung oder ähnlichen umändern. Wie herkömmlich werde ich für jede Donation ab 10 Euro oder eine Abschließung einer Kanalmitgliedschaft ab Stufe 2 oder höher den Supporter mit einer einfachen menschlichen Flagge begrüßen, da ich sonst kein anderer YouTuber macht und irgendjemand muss es ja machen. Jedoch ab sofort ohne ein Bierchen aufzureißen. Ich komme zu dieser Entscheidung, da ich meinen Bierkonsum aus verschiedenen Gründen deutlich runterreduziert habe. Und zwar, ich bin seit kurzem 32 Jahre alt geworden und da ich in Dörfern aufgewachsen bin, wo die Trinkerei völlig normal ist, habe ich mein halbes Leben lang seit meiner Jugend die schlechte Angewohnheit gehabt, alle 2-3 Tage meine paar Bierchen am Abend zu genießen. Meistens so 3-4 Bierchen, manchmal ein Träger und etwa einmal pro Woche habe ich mir gute Kante gegeben. Zum Beispiel, wenn ich feiern gegangen bin oder eine Tour dokumentiert habe. Und ja, ich habe damit wirklich sehr viel Spaß gehabt. Vielleicht ein kleines bisschen zu viel Spaß und ich habe es so richtig gelebt. Besonders, wenn ich bei einer Mehrtageswanderung den ganzen Tag Bier trinkend ganz viele Kilometer gemacht habe und am Ende nach einem Schlafplatz gesucht habe. So richtig völlig dicht und erschöpft. Das habe ich dutzende Male dokumentiert. Das waren auf jeden Fall Zeiten. Jetzt ist einfach allmählich der Zeitpunkt gekommen, wo ich es einfach überhaupt nicht mehr fühle, so regelmäßig zu trinken. Geschweige denn, mich so oft mit Bier in der Hand im Video zu zeigen. Ich fühle mich einfach nicht mehr so richtig wohl damit. Das fühle ich einfach nicht mehr so richtig. Ich möchte ab sofort mein Content alkoholfreier und somit familien-, werbe- und kooperationsfreundlicher gestalten. Außer an solchen Tagen wie Geburtstage oder dem Männertag oder wenn irgendwie was ähnliches kommt. Da nehme ich euch ganz gerne weiterhin mit, aber ansonsten will ich mein Content insgesamt alkoholfreier gestalten. Da ich zum einen von meinen Social-Media-Einnahmen abhängig bin. Und zum anderen denke ich, wenn ich öfters nüchtern vor der Kamera stehe, anstatt irgendwie angetrunken und lallend, dass sich die Qualität meiner Videos steigern und somit mehr Zuschauer anziehen wird. Und je mehr Zuschauer Bock haben, irgendwie mich anzuschauen, desto besser für den Algorithmus und desto schneller komme ich zu diesem Ziel, wo ich auf YouTube einfach hin will. Weil momentan bleibe ich die ganze Zeit auf einer Stelle stehen, aufruftechnisch. Und ich habe zugleich meine Interessen zu einem gesünderen Lebensstil umgewandelt. Statt dem Bierchen am Abend gehe ich jeden zweiten Tag ins Gym und habe das Bedürfnis, mehr an meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Extra, damit ich in 5 Jahren zurückblicken kann, wie persönlichkeitsunterentwickelt ich vor 5 Jahren gewesen war. Genau, nur aus diesem Grund will ich meine Persönlichkeit etwas entwickeln. Genau, und aus keinem anderen. Das wird richtig geil sein. Ich habe voll Bock auf den Tag darauf. Ich habe richtig Bock drauf, so zurückzublicken. Das wird bestimmt richtig geil sein. Die Weiterentwicklung muss starten. Ich möchte mich in 5 Jahren selbst auslachen können. Da habe ich richtig Bock drauf. Dieser Tag, der wird kommen. Ich freue mich richtig drauf. Kennt ihr die 6 Säulen für die vollste Zufriedenheit? Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe, aber ich habe so richtig Bock drauf, die so richtig zu füllen. Gesundheit, Freiheit, Zeit, Anerkennung, Liebe und schließlich das Geld. Und es ist von der Wichtigkeit her, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, in genau dieser Reihenfolge gestaffelt, meiner Meinung nach. Körperlich, gesundheitlich geht es mir soweit gut, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass bevor ich meinen Bierkonsum runterreduziert habe, ich immer mehr körperliche Warnsignale verspürt habe. Wie zum Beispiel ein gereizter Magen, dünner Stuhlgang. Blähungen. Oder dass ich mich ständig komisch, träge und kopfmäßig mich nicht so gut gefühlt habe. Ist aber jetzt kaum noch präsent, also alles in bester Ordnung. Ich denke, das hat auch sehr viel mit regelmäßigem Sport und guter, nährstoffreicher Ernährung zu tun, dass ich trotz der aktiven Trinkerzeit keine gravierenden körperlichen Schäden davon trage. Freiheit, Zeit und Anerkennung sind bei mir gut gefüllt aufgrund meiner Social-Media-Präsenzen, weil ich das Vollzeit mache, euch als Community habe und meine Arbeit als Content-Kreator liebe. Leute, ich werde erstmal einen Cut machen, weil ich werde hier die ganze Zeit von Mücken zerstochen und ich bin viel zu spät rausgegangen. Es dämmert die ganze Zeit, die Sonne geht gleich runter. Das ist voll scheiße, guckt euch mal das hier an. Ich zeig euch das mal. Ja, genau. Da hinten ist Sonnenuntergang, die geht runter. Das ist voll scheiße, das wird gleich kommt dunkle. Und die ganzen Mücken, die kommen hier immer mehr. Die nerven mich total. Die Mücken müssen weg. Die jucken irgendwie total. Das ist voll scheiße. Ich habe viel zu spät nach dieser Location hier gesucht. Und ich habe auch Stunden gebraucht, um diese Location hier zu finden. Weil hier in Bremen findet man einfach nichts, wo man irgendwie in Ruhe filmen kann. Das ist voll scheiße. Das hat irgendwie, keine Ahnung, ich habe glaube ich 3 Stunden gebraucht, um das hier zu finden. Deswegen werde ich jetzt nach Hause gehen und das Video zu Hause fortsetzen. So, der Cut ist doch härter geworden als wir gedacht. Wir haben nächster Tag und ich habe die Location gewechselt. Ich bin nicht zu Hause, sondern draußen. Und zwar, ich habe gestern auf Google Maps nach einer Location gesucht, wo ich gedacht habe, dass ich da in Ruhe filmen kann, ohne dass da irgendwie Leute sind und oder irgendwelche Fahrzeuggeräusche mich irgendwie stören. Und ich bin dafür eine ganze Stunde Bus gefahren.
Und als ich dort war, da waren da überall Traktorgeräusche. Da waren überall Trecker, die haben da Heu gemacht. Da waren ganz viele Trecker. Ich habe da über 10 Stück oder so gesehen, die da jedes Feld da gemacht haben. Und ich habe noch weitere 2 Stunden gebraucht, um endlich ein ruhiges Plätzchen zu finden. Und dann wurde es zu spät mit der Aufnahme. Das war scheiße. Und dann wurde es Dämmerung. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich die Umsteighaltestelle verpasst. Ich war in meiner Gedankenwelt irgendwie viel zu sehr vertieft gewesen, genau. Und dann bin ich doch später zu Hause angekommen. Und genau, deswegen wurde es mir irgendwann zu spät, um die Aufnahme fortzusetzen. Deswegen ist jetzt anderer Tag angebrochen und ich bin jetzt hier in dieser Location, wo ich schon mal war. Die ist zwar nicht perfekt, weil man Autobahngeräusche im Hintergrund hört, aber egal. Ich mache hier die Aufnahme. So, bei welchen Punkten sind wir stehen geblieben? Ich glaube, nächster Punkt war Thema Liebe. Ich bin für alles zu haben, ich bin für alles offen, ich habe Bock auf Neues und ich verteufle jede Zeit, wo es nicht so richtig läuft. Weil solche Zeiten sind immer sehr schlecht für den Kopf und ich bin ein sehr aktiver Mann. Ich kann man ruhig auf Instagram anschreiben und ich finde es sowieso interessant, da Zuschauerinnen kennenzulernen, weil dieser erste Schritt, dass man sich fürs erste Kennenlernen irgendwie verstellen muss oder so, einfach entfällt. Man kann direkt anfangen, mit mir Blödsinn zu machen und wenn man sich sehr gerne hat, dann perfekt. Bei Thema Geld lebe ich noch sehr bescheiden, aber dadurch, dass ich meine Trinkgewohnheiten geändert habe, fühle ich mich weniger matschig in der Birne, benötige weniger Schlaf und kann dadurch mehr am Tag leisten, wodurch sich meine Einnahmen Monat für Monat erhöhen. Natürlich gibt es auch Monate, die schlechter laufen, zum Beispiel, wenn ich aufgrund eines größeren Projektes eine ganze Zeit lang nicht schneiden kann oder aufgrund einer Tiefphase nicht produktiv genug Content liefern kann. Aber insgesamt ist die Tendenz steigend. Also an den 2 letzten Punkten muss ich auf jeden Fall stärker daran arbeiten, wobei ich denke, dass sich die Türen mit weniger Alkohol leichter öffnen lassen, wenn ich mir bedenke, wie unattraktiv man aussieht, wenn man ständig nur an der Flasche hängt. Also nicht falsch verstehen, nichts gegen Leute, die jetzt regelmäßig trinken. Macht es so lange, wie ihr euch damit gut fühlt und genießt die Zeit. Aber meine Zeit, wo ich regelmäßig Bier getrunken habe, ist einfach vorbei. Ist ausgelutscht. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe Bock, mit einem klareren Kopf richtig produktiv zu sein. Aber so richtig. Ich will noch produktiver sein als sonst. Davor war ich viel zu unproduktiv. Aber definitiv, es muss mehr Produktion im Kopf sein. Und mehr Konzentration und sowas. Genau, das ist wichtig. Deswegen diese Entscheidung auch. Und nein, ich bin kein trockener Alkoholiker. Ich habe nur die Regelmäßigkeit beendet und damit bin ich absolut fein. Auf so besonderen Tagen wie Geburtstagen wird auf jeden Fall weiter getrunken. Und ich denke, dass es für mich gar kein Problem darstellen wird, wenn ich mich nur auf besondere Tage beschränke, weil es mit dem Rauchen genauso ist. Ich war mal 11 Jahre lang ein richtig süchtiger Kettenraucher gewesen. Ich habe 20 Kippen am Tag geraucht und ich habe vor 5 Jahren ohne jegliche Unterstützung komplett kalt aufgehört. Von jetzt auf gleich. Und es war einer der besten Entscheidungen meines Lebens gewesen, obwohl ich ganze 4 Monate lang richtig heftige Entzugserscheinungen bekommen habe und teilweise richtig durchdrehte deswegen. Also, das war richtig schlimm. Das war eine richtig schlimme Zeit, diese 4 Monate. Und ich konnte in diesen ganzen 4 Monaten überhaupt nicht unter Rauchen sein. Ich habe mich zu Hause richtig eingesperrt deswegen. Ich war richtig vereinsamt. Das war ganz schlimm. Das war eine richtig schlimme Zeit, auf jeden Fall. Aber die hat sich mehr als gelohnt, weil es spart Geld, spart Gesundheit, mein Raucherhusten ist weg, ich kann schmecken und riechen. Meine Klamotten und meine Wohnung stinken nicht mehr nach Rauch. Währenddessen ich in der Raucherzeit immer richtig heftige Probleme mit den Zähnen hatte, habe ich die, nachdem ich aufgehört habe, nie wieder gehabt. Das ist einfach geil. Das ist mehr Lebensqualität, definitiv. Das kann ich jedem empfehlen. Ich kann mich problemlos in Clubs in Raucherbereichen aufhalten, ohne irgendwie den Gedanken zu verschwenden, eine Zigarette zünden zu wollen. Ich kann problemlos mit Frauen rummachen, die rauchen. Schmeckt zwar ein bisschen nach Aschenbecher, aber ich genieße das trotzdem. Und ich kann auch einen Joint mit Tabak genießen, ohne rückfällig zu werden. Also ich würde mich jetzt nicht als Kiffer bezeichnen, aber hin und wieder mal bin ich für einen Joint zu haben. Ja, und ich denke, genauso wie mit dem Rauchen wird das auch mit dem Biertrinken genauso sein. Dass ich absolut kein Problem damit habe, hin und wieder mal einen zu trinken, ohne dass die Regelmäßigkeit wieder hochkommt. Es ist aber, denke ich, auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche können das überhaupt gar nicht. Wenn sie einmal trinken, werden die sofort wieder in die schlechte Gewohnheit wieder zurückgeleitet. Ich kann es auf jeden Fall definitiv. Genau aus diesen Gründen habe ich meinen Bierkonsum deutlich runter reduziert und möchte keine Begrüßungen mehr mit Bier machen und mich auch seltener mit Bier in der Hand zeigen. Gut, demnächst wird es sehr wahrscheinlich einen weiteren Geburtstagsvlog geben, aber ansonsten, ihr wisst Bescheid, mein Content wird insgesamt alkoholfreier werden. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und guck mal hier, ich habe hier einen gelben Brief, das ist schon Jahre her, dass ich zuletzt einen gelben Brief hatte. In diesem gelben Brief ist ein Bußgeldbescheid drin. Das ist genau dieser Bußgeldbescheid aus genau diesem Video, was ich da erläutert habe, was passiert ist. Ich werde euch das Video im Abspann verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt, damit ihr erfahren könnt, was passiert ist, warum ich jetzt diesen Bußgeldbescheid bekommen habe. Obwohl es eine absolute Notsituation war und ich keine andere Option gesehen hatte, als das zu tun, was ich im Video erzählt habe und ich mich genauso schriftlich geäußert habe, inklusive Beweisfotos, werden mir 128,50 Euro als Geldbuße gefordert. Und die einzige Toilette, die vorhanden war, war ja defekt und das wurde gar nicht als Rechtfertigungsgrund berücksichtigt. Das ist extrem ärgerlich, weil ich hatte absolut in dieser Situation keine andere Ausweichmöglichkeit gehabt, außer genau das zu machen, was ich im Video erzählt habe. Aber dennoch bin ich froh, dass die
Geldbuße nicht noch höher geworden ist. Naja, gut, dass ich mir so ein paar Rücklagen gebildet habe. Ich habe mir über die Plattform TikTok etwas auszahlen lassen, damit ich das direkt zahlen konnte. Aber trotzdem blöd gelaufen, weil, wie gesagt, meine Einnahmen sind noch sehr bescheiden. Zwar zum Glück nicht so extrem bescheiden wie in meiner gesamten Bildungszeit, wo ich spätestens ab Monatsmitte jedes Mal Flaschen sammeln gehen musste, um irgendwie meinen Kühlschrank zu füllen. Aber so bescheiden, dass ich über meine Einkommensströme, ich habe mir insgesamt 8 bzw. 9 verschiedene Online-Einnahmequellen aufgebaut. Zwar gut durch die Monate durchkomme, aber mehr als ein Deutschland-Ticket oder Billigflüge ist einfach nicht drin. Das wird Zeit, dass das skaliert wird, dass das höher skaliert wird, damit ich einfach kostspieligere Projekte machen kann. Deswegen müssen die skaliert werden, die Einnahmequellen. Das ist ganz wichtig. Es müssen andere Kontinente verpennt werden. Ich will weiter wegfliegen können. Ich befülle die Plattform YouTube, Instagram, Facebook und TikTok aktiv mit Content. Und um meine ganzen Einnahmequellen skaliert zu bekommen, brauche ich auf jeden Fall auf genau diesen 4 Plattformen mehr Reichweite. Und aus diesem Grund, Leute, bitte teilt meine ganzen Inhalte, schaut meine ganzen Videos von Anfang bis Ende an, liked meine Videos, abonniert meine ganzen Kanäle und verbreitet mein Gesicht durchs ganze Internet, damit das damit das viel besser vom Algorithmus aufgenommen wird und mehr Leuten vorgeschlagen wird. Genau. Das ist der beste Support, den ihr mir geben könnt. Joa, das wollte ich euch mitgeteilt haben. Und wie gesagt, ab sofort kein Bierpower mehr, sondern nur noch Begrüßung ohne Bier. Und bis auf Ausnahmen mehr Alkoholfreiheit in meinem Content. Und was mich sehr interessieren würde, wie sieht euer Alkoholkonsum aus? Trinkt ihr gelegentlich oder trinkt ihr gar nicht? Beschränkt ihr euch nur aufs Bierchen oder habt ihr ein richtiges Alkoholproblem, was ich auf gar keinen Fall hoffe und euch sehr viel Kraft wünsche? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Das würde mich sehr interessieren. So, beim nächsten Mal gibt es ein größeres Projekt, wo wir eine ganze Woche unterwegs waren und was es so auf meinem Kanal noch gar nicht gab. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Glocke muss an sein. Hier geht es zu dem Video, von wo ich diesen Bußgeldbescheid bekommen habe. Schaut auf jeden Fall rein, falls ihr euch fragt, was passiert ist.